Herzlich willkommen zurück in Subnautica, meine Lieben. Und was sehe ich da hinten? Das ist mein Livepod, ne? Genau, herzlich willkommen zurück in Subnautica. Ich wollte hier nochmal in den Pilzwald kurz runter. Ich wollte hier nochmal kurz ein bisschen nachschauen. Ich habe ja noch ein bisschen Platz im Inventar. Und wollte mal gucken, ob ich denn nochmal hier ein paar Sachen gescannt kriege, die ich noch scannen muss. So, da hinten liegt auch noch was. Die Fische kann ich... Terraformer-Fragment, habe ich das schon gemacht? Das weiß ich jetzt nicht. Ich schaue es mal eben nach, weil sonst kriege ich ja bestimmt was raus. Und ich muss gleich auch schon wieder hoch. Was ist das? Das nehmen wir auch noch eben mit. Und dann müssen wir auch direkt wieder hoch. Zyklop-Druckkompensator-Fragment. Gut, dann bitte einmal hochschwimmen schnell. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Und Luft schnappen. Das schaffen wir aber. 34% Energie habe ich noch. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. So, was habe ich denn jetzt dabei? Lithium habe ich gefunden, Titan habe ich gefunden. Ja, Lithium kann ich noch mal ein bisschen mitnehmen. Dann gehe ich noch mal runter. Vielleicht habe ich auch noch Glück und finde noch das ein oder andere Fragment. Hier sind ja sehr, sehr viele Fragmente. Das ist ja das Schöne. Aber hier müssen wir noch hinkommen und weiter sammeln. Da ist auch noch ein Fragment. Mal schauen, was ist das? Das nehme ich auch nochmal mit. Ich glaube, davon brauche ich 5. Ah, okay, die habe ich dann alle. Was haben wir hier hinten? Okay, hier vorne haben wir auch noch ein kleines Terraformer. Das habe ich auch schon. Dann schaue ich mich hier nochmal eben um. 49. Okay, ich gehe hoch. Sicher ist sicher. Ich höre das Ding gar nicht mehr. Hm? Ist der leer? Nee. Batterie habe ich nicht mehr dabei, ne? Ja, komm mal, dann fahre ich mal schnell nach Hause. 14 Energie habe ich noch. Ich düse mal eben schnell heim. Ich nehme jetzt nichts mehr mit. Kann ich den abscannen? Ja. Riffrücken. Hau, der braucht aber lange. Es sieht so geil aus, oder? Yeah. Riffrücken habe ich freigeschaltet. Ob man sich auf den draufstellen kann, ich muss es irgendwann mal versuchen. Aber die Dinger sind mega, oder? 6% habe ich noch. Ich muss mir unbedingt eine Batterie machen dann. Und ich sollte schauen, ob ich mir die Seemotte dann bauen kann. Dann müsste ich nämlich mal in den Kuhschwald. Also nicht in den Kuhwald, sondern in den Kusch. Ja, ich habe keine Batterie dabei. In den Kuhschwald müsste ich dann... Guck mal, ich gehe mal eben hoch, pump mich einmal voll und dann kann ich noch mal... Dann kann ich unten noch mal kurz ein kleines bisschen Quarz holen. Das liegt mir ja hier doch immer sehr schön
vor der Nase herum, das Quarz. So. Ich glaube, alles andere habe ich sonst noch. Quarz sollte man aber immer mitnehmen, weil man braucht natürlich auch ewig viel an Glas. Und muss gleich mal schauen, ob ich zu Hause noch zu essen habe. Sonst gehen wir nämlich nochmal zurück. Schnell, der ist ja nicht so weit weg. Der Pilzwald. Dass wir da nochmal unsere Futterreserven auffüllen. Da haben wir auch noch Quarz. Das geht auch noch mit. Da müsste eigentlich alles reinpassen, oder? Ja, und dann sind wir schon an unserer Hütte angelangt. Super. Perfekt. Die Base wird natürlich auch noch ausgebaut. Ich möchte aber erstmal gucken, ob ich nicht vielleicht doch... Hallo, meine Schöne. Ich bin wieder da. Ja, genau. Ich brauche nämlich schon wieder den nächsten Schrank. Dann kann hier... Ne, warte mal. Hier kann dann das Quarz rein. Oh ne, das Salz nicht. Ach, hier hatte ich noch eine Batterie. Super. Salz kommt hier nicht rein. Der Diamant kommt aber rein. Und hier kommt dann die zwei Salz rein. Ich habe noch zu essen. Okay, ich habe noch zu essen. Lithium. Lithium muss ich noch mitnehmen. Und Fische muss ich noch mitnehmen. Und ich brauche einen neuen Schrank. Definitiv brauche ich noch einen Schrank. Komm mal eben mit dem Erbauer hier. Glas. Ich mache mal ein paar Glas. Ja, ich mache mal ein paar Glas. Dann habe ich da nämlich direkt auch ein bisschen was auf Halde. Das andere Zeug kriege ich ja auch noch. Sorry. Und dann war es nämlich der Schrank. Dann kommst du noch hier mit dazu. So. Dann haben wir hier einmal Titan. Dann müssten wir eigentlich mal ein bisschen rumräumen. Dann kommt hier nämlich das andere Titan rein. Dann kommt nämlich hier die Plunderkiste hin. So, dann kann nämlich der ganze Schnodder hier einmal durch. Und der Rest, Distillanzug, den habe ich auch noch mit auf Lager. Dazu muss ich aber einmal das Leck erstmal beseitigen. Das Glas kommt mit hierzu. Ja, Kupfer habe ich noch. Okay, lass mich mal eben schauen, was kann ich denn jetzt schon machen? Also ich kann eine Seemotte bauen, das weiß ich. Halt, da hinten war ja noch gar nicht. Moment. Ach ma, ey, hallo, ich habe das Glas gerade weggepackt. Ich Honki, hier, Glas muss hier noch fertig. So. Verstärkung habe ich drin, 1, 2, 3. Super. Dann kann das Glas hier nochmal rein. So, was wollte ich jetzt schauen? Ich wollte gucken, ob ich die Schubkanone, Stasegewehr, Blaupause, die muss ich auch noch finden. Und die Seemotte kann ich machen. Und den Zyklopen kann ich machen. Die Seemotte, ein Titanbarren, eine Energiezelle, einmal, zweimal Glas,
Einmal Glas habe ich. Eine Energiezelle. Achte. So, mache ich noch mal kurz Glas hier. Dann brauche ich eine Energiezelle. Säurepilz 2, also 2 Batterien und Silikongummi brauche ich dann. Okay. Kupfer, ne? War es auch. So, Säurepilze. Die habe ich hier. Dazu brauche ich 2 Batterien. Eine Batterie. Noch eine Batterie. Und dann der Silikongummi. Und dann habe ich eine Energiezelle schon mal. Dann brauchte ich den... Was? Caution. Dehydration detected. Ja. Ein Titanbarren, 2 Glas und ein Schmierstoff. Schmierstoff habe ich hier. Halt, 2 Glas. Und Titanbarren. Da brauche ich eine ganze Menge Titan. Und zwar nämlich 10. Sprich, ich kann jetzt die Motte machen. Perfekt. Motte ist fertig. Wie sieht's aus mit dem Zyklop? Da brauche ich Plaststahlbarren. Auch wieder Schmierstoff 2 und erweiterter Kabelsatz. Erweiterter Kabelsatz ist 2 Gold und ein Computerchip. Das geht noch nicht. Und bevor ich verdurste, trinke ich mal kurz was und koche mir kurz ein paar Sachen. Da ich die ja sofort esse, brauche ich die einfach nur mal eben kochen. Da brauche ich jetzt kein Salz verschwenden. So 76%. Perfekt. Dann haben wir die, können wir schon mal die Seemotte machen. Jetzt muss ich nur gucken, wo habe ich mein... Da ist er. Ja, den habe ich ja ein bisschen weiter hier rausgesetzt. Ich hatte mir noch keine Seemotte gemacht, ne? Nicht, dass die hier schon irgendwo rumsteht. Nee, hatte ich ja gar nicht. Nee, hatte ich noch nicht. Nicht, dass die hier schon rumsteht und, ich nehme den mal kurz auf 1. So, die Vehikelbucht. Da muss ich mal eben aufsteigen. So, und dann machen wir mal einmal bitte die Seemotte. Da wird sie angefertigt, die gute. Und ist jetzt auch sofort fertig. Perfekt. Und ist bereit, von mir benutzt zu werden. Hallo, liebe Seemotte. Jetzt brauche ich natürlich da auch wieder... das Fragment, dass ich die Bucht für die Seemotte machen kann. Okay, eine Batterie. Kann ich die Seemotte eigentlich auch, kann ich die eigentlich auch aufladen? Ich nehme den Seegleiter mal mit. Kann ich die mit einer Batterie aufladen? Das sollte eigentlich gehen, ne? Dann flitze ich nämlich mit der Motte mal ganz schnell. Da hinten ist sie. Flitze ich mit der noch mal ganz schnell zum Pilzwald.
und hol mir da noch mal ein bisschen was an Vorrat. Pilzwald ist... Ich orientiere mich immer so ein bisschen an der... Genau, Pilzwald ist da hinten. Obwohl ich dann eigentlich auch in den Kuschwald kann. Ich glaube, der ist nebenan vom Pilzwald, ne? Oder ist der nochmal in eine ganz andere Richtung? Na, schauen wir mal. Wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht komme ich auch noch in den Kuschwald. Weil den brauche ich für die anderen Fragmente auch noch. Hier die Fragmente. Ist auch nochmal so eine Frage. Ich glaube, das war hier ist nochmal das Seemottenfragment. Oh wow. Okay. Das ist aber ein großer Teil, der hier abgekracht ist, wa? Oh ja, das ist aber wirklich ein großer Teil, der hier abgekracht ist. Den werden wir uns auch noch mal irgendwann angucken. Cool. Da müsste ich eigentlich mal so eine Signalboje bauen. Hier geht's weiter runter. Ich weiß. Ich fliege nur eben kurz in den Pilzwald. Keine Panik auf der Titanic. Hier müsste ich aber schon alle Fragmente soweit haben. Ich steige mal kurz aus. Wo habe ich es denn jetzt gesehen? Ach, da. Moment, wo habe ich meinen Scanner? Zyklop-Druckkompensator, das hatte ich schon. Das hatte ich schon. Okay, dann gehe ich noch mal kurz ein Stück tiefer. Hier liegt ja auch noch Salz rum. Oh, hier ist ein Vulkan übrigens. Das ist sehr gut. Das ist Terraformer-Fragment. Hatte ich den nicht auch schon? Doch, den hatte ich auch schon. Mal gucken. Da werde ich ja dann gleich noch was rauskriegen. Ja. Okay. Salz. Einmal kurz mitnehmen. Und hier nochmal ein bisschen von dem Lithium, wenn das hier schon so rumhängt. Und von euch. Na? So, das hier ist Zyklop-Druckkompensator. Das habe ich. Na, die sind doch auch schneller geworden. Kann das sein? Na, komm her. Komm. Spatenfisch. Hallo? Die sind auch schneller geworden. Ah, Mama. Oder ich bin einfach nur zu langsam. Das kann auch sein. So, ab in die Seemotte. Da hinten ist auch noch ein Druckkompensator. Ich fliege hier nochmal. Ah, da hinten kommt der Kuschwald. Alles klar. Okay, hier haben wir nochmal die Möglichkeit, auch nochmal ein paar Fragmente zu scannen. Genau. Ich bleib mal hier. Lass mich mal kurz einmal volllaufen. Und gehe dann mit dem anderen Gerät einmal runter. So. Wo ist es? Hier ist es. Bioreaktorfragment.
Bioreaktorfragment. Ach so, das Teil, ja genau. Das muss ich ja auch lernen. Stimmt ja. Da hinten ist ein Hai. Salz. Das war's hier mit Kusch, oder was? Nee, das muss doch hier noch weitergehen. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist... Oh, da kommt der Mr. Britzel. Dem möchte ich mal gerade aus dem Weg gehen. Ich glaube, Mr. Britzel macht mir nämlich sonst Aua. Ja, hier geht's weiter ins Kuschgebiet. Warte, was war hier? Das wackelt alles so. Genau, hier geht's weiter ins Kuschgebiet. Da kommt ein Hai an. Und ich schaue hier aber nochmal, ob ich nicht hier vielleicht noch irgendwo ein paar Fragmente sehe, die hier so rumstehen, einsam und allein. Ja, ich weiß. Uiuiui, das wird hier ein kleines bisschen schwierig. Aber dann bin ich mir schon... Ja, das wird gerade ein kleines bisschen schwierig. Ich muss wieder hoch. Meine Gesundheit ist nämlich nicht mehr gerade sehr gut. Da ist ein Hai. Ich steige mal einmal kurz aus und gehe mal kurz hier an die Möppchen. Und hier noch mal kurz an das Fragment. Bioreaktor. Ich hoffe, es wird mich jetzt keiner von hinten überfallen. Okay, 2 von 3. Das wäre cool, wenn ich jetzt noch schnell eins finden könnte. Da. Ja, super, dann habe ich nämlich gleich alle. Dann kann ich den Bioreaktor nämlich auch schon fertig machen. Neuer Bauplan freigeschaltet. Da ist die Motte. Ich bin dann schon mal wieder weg. Sehr schön. Dann haben wir heute zumindest schon mal den Erfolg, dass wir eine neue Seemotte haben. Und ich höre hier etwas, was nicht sehr erfreulich ist. Ja, Mama geht wieder hoch. Oh, wow. Fuck. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Sheet. Ich muss hier mal raus. Fuck, ich bin in der Aurora. Oh, shit. Mal eben gucken, ob ich hier heile rauskomme gerade. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh. Moment mal. Krass, ich bin am Arsch der Aurora, okay. Mal eben gucken, ob ich hier abhauen kann. Jo. Okay, ich guck mal, dass ich hier wegkomme. War jetzt natürlich episch, ne? Bin ich genau da unter der Aurora durchgeschwommen. Geil. Und der eine Typ hat mich fast gehabt, der ist da so vor mir hergeschwommen, ey. Oh, Britzel.
Kann ich die dann schon reparieren? Wie viele von den Teilen schwimmen hier eigentlich rum? Ja, hier ist wieder der Dingswald, okay. Und ich muss unbedingt die Hallverstärkung bauen, also die Verstärkung für die Hülle. Da muss ich noch eben ran. Lithium nochmal einmal kurz aufnehmen. Hier liegt auch noch was rum. Hier ist auch noch Lithium. Das nehmen wir natürlich mit. Na, da ist auch noch Lithium. Und in den vorherigen Versionen, da waren die Fische, haben die hier immer gepennt. Na, da konnte man die wesentlich besser fangen. Wo ist der? So. Da konnte man sie wesentlich besser fangen. Was ist hier unten? Ist doch auch noch ein Fragment, ne? Habe ich das schon? Ja, Zyklop-Druckkompensator habe ich auch schon. Da kommt ein Hai. Hier mal die Dickies wieder. Wie viele Fische hier rumschwimmen, ne? Das ist unglaublich. So viele Fische hat es in den anderen Versionen nicht gegeben. Ja, ich glaube, dann muss ich mal die meine kleine Maus hier reparieren. Ich schwimme jetzt noch mal eben schnell nach Hause und dann machen wir nämlich hier eine Pause. Dann habe ich schon wieder 25 Minuten voll. Aber nach Hause wollte ich noch mal schnell. Ich darf jetzt nur noch nicht irgendwo noch anecken. Das wäre fatal. So, ich glaube, das ist so ganz okay. Perfekt. Dann kann ich nämlich einmal in unsere Hütte und dann gegebenenfalls in der nächsten Folge nochmal etwas bauen. Ich lade mal kurz das Essen hier ab. Die vier Fische. Das Lithium lade ich einmal mit dem Salz hier ein, genau wie das Gold. Super. Und dann, nee, das war unsere Kramskiste. Dann kann das Titan nämlich hier rein. Okay, perfekt, meine Lieben. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder am Sonntag auf dem Kanal der Spieleflut. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, ciao.